Fernsehturm. Echt jetzt? Oh mein Gott, was ist drauf? Hast du das drauf? Ja, ja. Hast du umgepackt? Ciao, Jungs. Was? Hast du umgepackt? Ja. Wir sehen uns. Gibt's Bescheid, wenn ihr FD seid? Dann komm ich auch. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Oi, da was geht ab, Leute, Hunger, mit Tati wieder am Start. Wir sind hier jetzt auf dem Weg zum Hypopub. Scheint, dass es da ein Vulkanonest. Ich habe noch keinen. Ist nicht mal einen einzigen. Tati versucht sich jetzt seinen dritten, vierten, da kann ich zum fünften. Er schmeißt sie einfach weg. Er tauscht so 1900, er schickt einfach weg. Ja, ich habe einen in Tunesien gefangen, einen Akani mit 1,9 WP, aber die, seine IVs waren endschlecht. Und die waren nicht die schlechten, oh die waren Gott. Ja unterirdisch. Die, oh. waren bei 30 oder was weiß ich. Ja, und? Ja. Ich versuche immer noch meinen ersten Vulkan überhaupt zu bekommen. Oh mein Gott. Jetzt sind wir leise, was soll ich machen? Ja. Aber hier ist ein Onyx in der Nähe, Mann. Oh, ein Ei schlüpft. Was ist das wohl? Ist das 2 Kilometer Ei oder das? Oder das 10er? Das 2. Das heißt, das war. Hat der gerade mit seinem GoPlus die Kilometer gesammelt, obwohl wir Auto gefahren sind. Ja, Mann, echt heftig. Ich muss ehrlich sagen, GoPlus echt heftig, Mann. Hier, es wird schon bereits eins bei Sightings angezeigt. Ihr seht, es ist noch ein Schatten. Ich kann mir nicht leisten, irgendwelche Akanis wegzuschicken. Ich habe gar nicht gewusst, dass du noch gar keine Vulkane gefangen hast, Mann. Ja, bei dem nicht mal aus dem Ei, gar nichts, oder? Bei dem nicht. Einmal habe ich einen gesehen, der ist geflohen. In der Gruppe. Und die fahren jetzt irgendwie Arenen. Arenen einsammeln. Ich habe mich kaputt gelassen. Ja, dann. Hier bin ich. Ich meine, das ist ein kleiner Park anscheinend. Ja, für Kinder. Kann man wegen hier fliegen können, können die. Ich glaube nicht, dass hier. Mal gucken, ob das heute ein richtiges Netz ist, ein Nest ist oder ein eher so Spawn-Dinger. Aber der ist angestreckt. Hier mal so, machen wir eine Runde. Schauen wir mal, wo der auftaucht. Auf jeden Fall ist er immer noch drauf. Ohne Scanner wird es echt schwer. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Viele spekulieren ja, dass es dann nach einer Woche wieder Scanner gibt. Vignantic wird wahrscheinlich immer wieder was dagegen machen. Ah, da ist es auch schon. Zeigt schon an. Hat schon bei dir? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ja, du bist schon da, hier, da hinten in der Ecke ist es. Wir haben hier meinen ersten Vulcano. Wie viele Bomben brauchst du? 50, oder? 50, ja. Geht schon noch. Das heißt, ich brauche noch 12. 12 Vulcanos heute. Ich glaube nicht, dass wir so viel kriegen heute. Das ist eher, ich glaube, es ist eher so ein Spawnpunkt für ein paar.
Leute. Ich stehe hier vor dem Hypo-Park. Ja, Mann. Wir haben Avocado gefangen. Ja, weil zur Begrüßung Avocado, ja. War schon mal nice. Mein erstes und einziges. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist kein Nest, sondern eher Spawnpunkte. Ja, man weiß nicht, wie oft die kommen in einer Stunde. Ja. Wenn jemand Bock hat, sie zu warten, gerne. Ja. Wenn er einen Avocado braucht oder nicht. Aber wirklich lohnt es nicht. Leider, ja. Aber wir haben es natürlich ausprobiert, ja, um zu schauen, was Sache ist. Und ja. Zum Glück ist der Bordeaux-Platz in der Nähe. Ja, Mann. Ihr seht, 3 von 4 an. Da gehen wir jetzt hin. Auf. Das haben wir schon nice, oder? Oh. Erzähl mir deine Geschichten. Brauch ich nicht. Schau unsere Videos an. Digga, ich mach. Weißt du, was ich hier vorhabe? Also bleibst jetzt rot. Wahrscheinlich. Komm nur du rot, oder? Alle, also Billy bleibt safe blau. Wer? Vasili? Ja, und mit dem mache ich schon Arenentouren und regelmäßig. Gott, ja, du bist ja nicht zuverlässig, Mann. Du hast Familie und so, Mann. Hä? Ist ich so. Spiel mehr als ihr alle zusammen, oder? Ich glaub nicht, Mann. Ich mach jeden Tag Arenen. Wenn ich nicht farm gehe, mach ich jeden Tag Arenen. Weißt du, warum ich keine Arenen mache? Ich mache Arenen immer selber. Ja? Weißt du, warum ich keine Arenen habe? Weil ich habe keinen, mit dem ich Arenen machen kann. Ja, deswegen sage ich warum. Ja, deswegen habe ich mir eine neue Connection aufgebaut, Alter. Krasse Connections. Hast du schon mit Tati gefilmt, wie Arena einnimmt? Nee. Oh mein Gott, Tati noch nie kämpfen sehen. Oh mein Gott, Tati. Ich zweifle an deinen Fähigkeiten. Keine Ahnung, Mann. Ich geh mal alleine Arena einnehmen, Mann. Entweder nachts oder morgens um 4 oder so. Wenn ich in die Arbeit fahre und ich fange endfrüh an, dann weiß ich. Oh mein Gott, Mann, ich hab aus Versehen anstatt auf Teil. Ich hab aus Versehen auf Entwickeln gemacht. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ja, was musst du machen? Power-Up, ja, nein, was schicken, Alter. Gibt die mir echt keine Ahnung von Pokémon. Also, Entschuldige mal. Hier ist entwickeln und hier ist verschicken, Alter. Wie soll das funktionieren, Dibi? Wie soll das funktionieren? Erklär mal. Ja, jetzt. Warte, ich drück auch auf entwickeln. Ich verschicke es jetzt trotzdem. Egal, ich wollte die 500 Erfahrung haben. Die kriegst du doch gar nicht. Natürlich. Für entwickeln. Ach so, für die Entwicklung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du hast gar keine Ahnung, Mann. Ich dachte, du meinst die Dinge. Vor der Kamera, nein. Ich dachte, du meinst die. Ja, ich hab die Kamera als Zeuge. Ich dachte, du meinst, du hast doch kein Goldbot, oder? So ein Scheiß, Alter. Du bist auch gefunden, dass du was. Nicht mehr so viele Leute. Nee, Mann. Wie im Sommer. Denkst du, das hat was mit dem Wetter zu tun oder damit Pokémon nicht mehr so attraktiv ist? Nein, mit dem Wetter, Mann. Weil ich glaube, es ist schon kalt, Mann. Ja? Und es hat vorhin auch ein bisschen geregnet. Die meisten bleiben mal dann zu Hause. Ja? Es kommen halt nur die Hartnäckigen raus, weißt, die wirklich alles machen. Schauen wir mal, wir werden es ja dann sehen, wenn es dann wieder Frühling wird, Sommer wird. Ja, werden wir mal sehen, wie weit Pokémon dann ist. Oh mein Gott, spielen wir dann noch? Ja, ich auf jeden Fall schon. Oh mein Gott. Ich bin ein hartnäckiger Typ, Mann. Ich will so lange spielen, bis ich alle krassen Pokémon habe. Krasse Werte, krasses alles einfach. Ja, mal schauen wir mal, wie es dann ist, ob die anderen auch so weit gehen oder nicht. Highlight des Tages, das zweite Kabuto. Wie brauchst du noch für deinen Kabutops? Das ist, glaube ich, erstmal 4. oder 5. Also noch eine Menge. Oh mein Gott. Wie viel braucht der auch? 50, oder? Der braucht 50, ja. Sehen wir jetzt gleich. Oh mein Gott, da vorne ist noch ein Fleckmann. Ends heftig. 862. Das werden wir gleich mal Himbeere. Superball. Und
klar verteidige. Ein hartnäckiges Kabuto. Und großartiger Wurf, schauen wir mal. Bonbons. Hast du? Nee. Oh mein Gott. Ja, wenn ich den hier wegschicke, 14. So, jetzt wieder mal ein 10 Kilometer Ei, was ich gestern im Lulpop Park bekommen habe. Ich gönne dir natürlich einen Rosada. Schauen wir mal, was es wird. Wir wissen, Tati hat bisher immer einen Finger dafür. Schon gut. Ein Kickli. Leider der falsche von den zwei. Der falsche, Mann. Wieso kein Ding, Mann? Schlüpft noch eins. Nein. Er hat Nocturne gebraucht. Ich hab Nocturne gebraucht, wenn dann. Und dann ist noch so ein Scheißteil da. Kann ist nicht gut. Gleich ab. Gleich mein Gott, kein Respekt. Egal. Es wird mehrere 10 Kilometer Ei geben. Ja. Und ich komme schon noch an meine. Aber wir sind schon seltener geworden, Mann. Hey, Demi. Schön, dass du noch da warst. Ja, wir schreiben uns. Ja, Mann. Ja. Wir gucken an und wir machen das schon, Demi, mit Ding halt. Wenn ich zu euch komme, dann habt ihr einen krassen Teamführer. Ja, das ist schon gut. Auf krassen jeden Fall. Teamführer, ich weiß schon, Alter. Na ja, jetzt haben wir halt noch, Bordeaux-Platz. Ja. Ein bisschen leer. Ein bisschen war jetzt nichts Aufregendes dabei. Oder? Heute nicht, ne? Heute nicht. Viele Wasser-Pokémon wie immer. Aber mein Gott, EPs gesammelt, Dimi kam noch. Ja, mein Gott, hilft ja nichts. Vielleicht kriegen wir jetzt noch Focano. Wäre nice. Wir gehen nochmal zum Auto jetzt. Und schauen wir mal. Ja. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Wir waren schon im Auto, aber es wurde doch noch ein Focano zum Abschied angezeigt. Zum Abschied nochmal schnell Focano holen. Wahrscheinlich ist er irgendwo hier drin. Nehmt mal an. Gehen wir mal an die Stelle hin, wo wir das erste gefangen haben heute. Da ist er dort. Alter, was ist hier los? So. Heute Akkuverbrauch 15er. So. Läuft wieder alles. Gucken wir mal. Ja, es ist gerade gespawnt, also heißt es, wir haben genug Zeit eigentlich es zu finden. Jo. Erst haben wir da vorne gefunden. Bist du auch hier in der Nähe oder wo bist du? Ich denke schon, ja, genau. Sehr gut. So. Oha. Ich brauche glaube ich noch eins, dann kann ich Turtop machen. Oh mein Gott. Okay, aber Shiggy spawnt zurzeit echt überall. Und da ist es wieder, das Vulkan. Aber mir zeigt es schon an. Wie an der ersten Stelle, wo wir es gefunden haben. Und ein 806er sogar mit WP. Schauen wir mal. Oh mein Gott, nicht schlecht. Wenn der jetzt noch gute IVs hat, kann man den schon entwickeln. Ne? Himbeere, Superball, großartiger Wurf, kann nicht schief gehen, oder? Hong, ist das schon bei dir angezeigt? Nee. Oh mein Gott, tot. Du hast es gefangen, aber bist du hochgegangen, oder? Ja, glaub schon. Geh mal da hoch, okay. Erster Versuch sitzt. Focano wurde gefangen. Oh ja, da ist er. Da ist er, ja. Da ist er, ja. Schauen wir mal die IVs. Nee, leider sehr schlecht. Egal, Bonbon ist immer gut. Shiggy wäre auch interessant. Shiggy ist jetzt wieder weg aus der Nearby List. Also. Shiggy spawnt auch recht häufig. Oh yes. Ist gefangen. Ihr wisst, 12 Kilometer weniger gehen. Jetzt insgesamt 24 Kilometer. Überlegt, 150 Kilometer, ja?
für 50 Bonbons. Also ja, eigentlich ja weniger, weil man braucht ja schon einen Focano. Ja. Ist schon viel, ne? Schon viel. Aber. Naja. Das war jetzt das Ende vom Video. Ja, Mann. Danke euch. Wie gesagt, Hypopark, Focano spawnen. Ja. Versucht es selber. Viel Spaß. Genau, am besten probiert ihr es mal selber aus. Also wir waren jetzt noch ein paar Mal dort. Ich habe jetzt ein paar Vulkanobonbons sammeln können. Aber wie gesagt, die kommen nur ein paar Mal die Stunde. Also lohnt sich nicht wirklich dort die ganze Zeit zu warten. Am besten schaut ihr mal vorbei, wenn ihr zum Bordeauxplatz geht oder vom Bordeauxplatz zurückkommt. So mache ich es. So habe ich jetzt ein paar gesammelt und werde es auch in Zukunft so machen. Weil ich einfach keine schlüpfe, so wie Tati, aber... Das war's von uns. Schaut die anderen Folgen an. Schreibt noch in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und vergesst nicht, Pokémon is serious business.